Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge der Dicke Papa kocht für Hoffmann. Heute machen wir was Geiles. Auf speziellen Wunsch aus der Community gibt es eine Hackfleisch-Käse-Lauchsuppe. Ey, das habe ich echt schon lange nicht mehr gemacht. Das war vor ein paar Jahren mal so richtig im Trend. Ich zeige euch, wie man das schnell und einfach macht. Ich habe mir heute dafür hier den Schmortopf besorgt. Ne? Wisst ihr warum? Weil der nämlich beide Eigenschaften hat. Du kannst schön braten, weil du eine große Fläche hast zur Auflage. Und du kannst nachher auch viel Flüssigkeit reinmachen, um dir ein Tellerchen Suppe zu kochen. Also für einen Eintopf, zum Schmoren, Rouladen, was auch immer du machen willst, das Ding ist perfekt dafür. Hervorragend geeignet. Ich zeige euch heute, wie wir Käselauchsuppe kochen. Und zwar habe ich mir hier ein bisschen was Hackfleisch besorgt. Guck mal, Rezept steht natürlich in der Videobeschreibung unten drin. Alles gar kein Problem. Ihr wisst Bescheid. Ne? Das geht jetzt erstmal hier rein. Ich habe mir den Topf mal so auf Stufe 8. Ist er jetzt gerade aktuell. Wir geben natürlich wie immer ein Schlückchen Öl dazu, sodass wir ein bisschen besser Kontakt kriegen zwischen dem Bratgut und der Pfanne. So, dann machen wir uns das hier so ein bisschen klein. Und ihr seht, selbst wenn die auf 8 so ein bisschen vorgewärmt ist, ne, da geht es gleich sofort ab. So, und das ist ja nachher so eine Sache. Das Hackfleisch kann man sich natürlich wegsparen, wenn es vegetarisch sein soll. Ich finde, es macht irgendwie einen geilen Geschmack. Und vor allem hast du natürlich auch noch so ein bisschen was zum Beißen drin nachher. Ne? Also ich finde es ganz gut. So Hackfleisch, Käse, Lauch. Ja. Und vor allem kommt da ein Produkt zum Einsatz, was ich gar nicht so oft auf dem Schirm habe. Wenn ich ehrlich bin, hier diesen Schmelzkäse, ne? Den habe ich mir jetzt hier, den gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen und auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist jetzt der Gouda, sag mal so, ja, ich glaube, das mag fast jeder. Den gibt es irgendwie, glaube ich, auch als Emmentaler oder als Cheddar-Creme. Ja, das kann man schwer selber machen, man kann sowas selber machen, aber das ist relativ aufwendig. Von daher greift da ruhig drauf zurück, das ist schon vollkommen in Ordnung. So, jetzt habe ich mir das Hack hier so ein bisschen klein gemacht. Das ist auch schon ein guter Zeitpunkt. Mir jetzt ein bisschen Zwiebel dazu zu schaffen. Ich habe hier so eine halbe Metzgerzwiebel, das ist ein Riesending. Machen wir nochmal die äußere Schicht ab, wenn die nicht so schön ist. Und dann schnippeln wir uns da einfach nochmal ein paar Zwiebelwürfel mit rein. Die müssen gar nicht so super fein sein, weil der Lauch ist wirklich auch sehr, sehr rough geschnitten. Weil ich will auf jeden Fall, dass wir nachher noch was zu beißen haben. Ja? So, dann gehen wir her. Einfach fix runtergewürfelt. Ein Stück hacken wir auch mit rein. So, dann haben wir doch was. Guck mal hier. So, Knobi ist natürlich auch für mich wichtig, weil das gibt einfach einen guten Geschmack, eine gewisse Tiefe und außerdem, ja, ohne Knoblauch kochen ist eine Möglichkeit, aber ist es sinnvoll? Ja, ich finde nicht. So, Zwiebel ist drin, schau hin. Perfekt. So, Knobi auch. Einfach schnell ein bisschen in Scheibchen runtergeschnitten. 3, 4, 5, 10, je nachdem. Das merkst du nachher kaum noch. Das ist nur ganz subtil im Hintergrund, wirst du schön ein bisschen Knoblauch schmecken. Ja, das ist schon okay so. So, dann gehen wir her, hacken noch einmal drüber. Das darf eine ganz grobe Nummer sein, es wird keinem auffallen nachher, weil, wie gesagt, die ganzen Lauchstückchen mit drin sind. Ne? So, jetzt haben wir das hier drin und dann sind wir auch schon an dem Punkt, wo wir das ein bisschen würzen. Ich würde sagen, auf die Menge machen wir uns so einen fast gestrichenen Esslöffel Salz und ein bisschen was Pfeffer, entweder Mühle oder hier so ein Steakpfeffer wie ich, einfach gut gewürzt. Ne? Wir können nachher nochmal gucken. Ich weiß jetzt aber auch, dass meine Brühe, ich habe so eine Geflügelbrühe hier, das war eine Instantbrühe hier in dem Fall. Ich habe keine mehr, beim nächsten Mal hebe ich mir wieder was auf, wenn ich was koche. Aber das ist eine gute Instant-Geflügelbrühe, die bringt schon ein bisschen Power mit. Ne? So, jetzt wird es gebraten hier und dann schwitzen wir das alles. Ganz ohne Stress, ganz locker, erstmal ein bisschen glasig. Und da wir das ja gar nicht so super dunkel anbraten wollen, wir wollen zwar schon den Fleischgeschmack, aber auf gar keinen Fall irgendwelche dunklen Spots da in unserer Suppe drin haben, ist jetzt auch schon der Zeitpunkt, wo wir den gewaschenen Lauch dazugeben. Ne? Das sind 2,5 fette Stangen, gut gewaschener Lauch. Ne? Lauch, ihr wisst, da ist viel Dreck drin. Der geht jetzt hier auch direkt mit rein. Und dann lassen wir den auch so ein bisschen mit angehen. Und jetzt wisst ihr, warum ich mich dazu entschieden habe, hier den großen Schmortopf zu nehmen. Ne? Weil, guck mal, da kannst du gut rühren. Du hast Auflagefläche, da fällt nichts raus, weil der Lauch fällt dir nachher eh schön zusammen. Dann haben wir gar nicht mehr so viel Material hier drin. Aber für den Anfang braucht man es immer. Und wer kennt es nicht, oftmals das zu klein gewählte Kochgeschirr. Ich sage immer, haben ist besser als brauchen. Wo wir gerade bei haben und brauchen sind, ihr könnt auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung gucken. Da findet ihr auf jeden Fall den Link zu dem Kochgeschirr, das wir hier heute verwenden. Und natürlich auch viele schöne andere Sachen. Ja, da geht es ganz gut zur Sache im Hoffmann Online-Shop. Wirklich tolle Sachen, die man sich da anschauen kann. Gönnt euch mal einen Augenblick, schaut durch, Küchenhelfer, ist alles wirklich da. So eine Pfanne und einen Schmortopf, den kann jeder gebrauchen. Das sieht doch schon richtig gut aus hier. Oh ja.
Ja, das riecht aber auch geil, ne? So der gebratene Lauch, schön jetzt angeschwitzt mit dem Hack zusammen. Perfektes Verhältnis, wenn ihr mich fragt. Von Lauch zu Hack, Zwiebel mit drin, Knobi, riecht einfach geil. So, jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo wir da einfach mal einen Liter Geflügelbrühe oben drauf schütten, ne? Quasi, jawohl, mit der Geflügelbrühe abgelöscht. Tipptopp. So, das lassen wir jetzt erstmal aufkochen. Dann geben wir Sahne dazu und dann kommt der Käse mit rein. Das sieht auf jeden Fall schon richtig gut aus. Genauso soll es sein. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo noch ein halber Liter Sahne dazu geht. Ja, genauso soll es sein. Jetzt haben wir auch die richtige Farbe. Und was wir jetzt schon direkt machen, einmal kurz abschmecken, wo wir gerade sind, was das Salz betrifft. Oh, das schmeckt schon geil. Muskat auf jeden Fall. Ist elementar. Gerne so eine Viertel Nuss auf die Menge hier. Ich finde das immer extrem wichtig. Das macht es aus am Ende, ne? So, Salz passt auch schon. Prima. Und jetzt gerade, wo das aufkocht, geben wir unseren Käse noch mit dazu. Einfach so aus der Verpackung direkt mit rein, den Schmelzkäse. Jetzt ist der ganze Käse drin und jetzt lassen wir das noch mal ein bisschen aufkochen und ein kleines bisschen reduzieren und dann schauen wir mal, wie wir sind von der Konsistenz. Zur Not einfach noch ein bisschen abziehen nachher, entweder mit ein bisschen Stärke und Wasser oder einem hellen Soßenbinder, ja, bis zur gewünschten Konsistenz dann einfach, ne? Aber für eine Suppe muss es ja nicht so dick sein. So, fertig ist die Suppe. Dann richten wir uns ein bisschen was an und dann machen wir ein Foto und dann probieren wir es zusammen. Timmy, guck dir das an hier. Focus on point. Ich habe oben noch ein schönes Wölkchen Creme Fraiche drauf gemacht. Das bringt ein bisschen Säure mit. Ah, wunderschön, so mag ich das. Sieht gut aus? Ja. Ah, schön, gell? Probieren wir mal zusammen. Schön hier ein bisschen Creme Fraiche mit reingerührt. Oh ja, Konsistenz. Der Lauch riecht geil. Das ist brutal heiß, weiß ich jetzt schon. Ah, das ist Comfort Food. Hey, das ist ganz gut. Das macht man sich zu selten irgendwie, ne? Ich hoffe, mein Rezept hat euch gefallen. Ich kann euch nur raten, euch einen geilen Topf zu besorgen. Und vor allem, was ihr machen solltet, ihr solltet den Kanal abonnieren hier, ne? Weil mein Kollege Kalle und ich, ne, wir sind nämlich regelmäßig hier unterwegs und machen schöne Rezepte für euch. Da gibt es auf jeden Fall reichlich Content zu sehen. Und das für kostenlos. Hier unten einfach abonnieren. Macht uns einen Daumen nach oben, schreibt uns einen netten Kommentar. Und was mich so interessieren würde, ist, was habt ihr denn schon alles an Hoffmann-Pfannen zu Hause? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, ihr Lieben, und hoffentlich bis bald.